Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen! Und mit dem passenden Hühnchengeräusch im Hintergrund wird's auch schon hell. Ja, Leute, willkommen zur täglichen Ladung Roblox, 18 Uhr. Leute, Thomas ist auch am Start, hi. Genau, hi, ich bin auch am Start, tägliche Ladung Roblox, 18 Uhr. Mad City ist am Start und wir begeben uns heute in ein neues Update. Genau, Leute, es gibt 30 neue Automodifikationen, es gibt zwei neue Superhelden, es gibt einen neuen Überfall beim Juwelier, beziehungsweise er ist gleich geblieben, aber der hat sich ein bisschen verändert vom Aufbau. Wollen wir uns auch mal anschauen und gerade merkt ihr es wahrscheinlich, der Superhero-Team, beziehungsweise das Team beim Superhelden ist voll. Das heißt, wir werden zum Ende des Videos uns mal die zwei neuen Superhelden anschauen, die auch dazu gekommen sind. Und Leute, ihr wisst, was zu tun ist, jetzt einfach mal ein Like da lassen und abonnieren nicht vergessen. Und wir haben auch an dieser Stelle mal eine Frage, hättet ihr vielleicht Bock auf Merchandise, Leute, das heißt auf T-Shirts, auf Pullover, auf vielleicht Caps. Falls ja, schreibt mal in die Kommentare, worauf ihr Bock hättet und vielleicht irgendwelche coolen Ideen zu T-Shirts in die Kommentare. Wird uns auf jeden Fall interessieren, ob ihr da Bock drauf habt. Und schreibt es mal in die Kommentare und lasst ein Like da, dann sehen wir es natürlich auch, ne? Genau, sehe ich auch so. Also mich würde es auch sehr, sehr interessieren. Und ja, wir sind hier gerade im Gefängnis, versuchen hier mal irgendwie auszubrechen, aber irgendwie sind bei mir alle Truhen leer. Bei mir auch. Ich würde sagen, komisch, wir suchen mal ganz kurz nach der richtigen Truhe. Okay, Leute, wir haben Hammer, das heißt, wir können nun die Toilettenschüssel hier kaputt hauen. Bam, da ist er auch schon... Ja, Thomas, da ist er auch schon weg. Und jetzt können wir hier durchrennen. Ist auf jeden Fall eine kleine Abkürzung. Jetzt werden wir einmal hier rausgespült. Und, genau, so kennt man's. Ja, dann fahren wir mal ganz kurz zum Ort des Geschehens. Ich spawn hier mal den nützlichen Audi R8. Und so, dann geht's jetzt ab, Leute. Ihr habt übrigens das vorgestrige Video nicht gesehen. Also viele von euch haben irgendwie das vorgestrige Video nicht gesehen. Deshalb schaut da gerne nochmal vorbei, falls ihr es nicht gesehen habt, was wahrscheinlich der Fall ist. Und da zeigen wir euch wirklich, wie man richtig schnell Geld bekommt. Genau, also jeden Überfall eigentlich so in Roblox Mad City müsst ihr euch wirklich anschauen. Lohnt sich. Auf dann jeden seid ihr direkt Fall. Reich, auf jeden Fall. Deswegen genau. Anschauen lohnt sich. Genau, also wir fahren mal ganz kurz rüber hier zur Krimin... Wow, was ja, war das denn jetzt? Das war wohl nichts mit rüberfahren, das war echt mit rüberfliegen. Wir fahren jetzt nochmal ganz kurz rüber zur kriminellen Basis. Wir wollen, wie gesagt, den neuen Juwelier ausprobieren und wir wollen auch noch den Superhelden-Teil anschauen. Aber aktuell... lässt sich das leider erstmal nicht zu, weil das Team voll ist und ne, wenn das Team voll ist, dann kommen wir da erstmal nicht rein. Okay, Leute, Nachtclub-Überfall ist angesagt. Da ist schon ein Typ einfach nach oben geflogen, durch den Schacht dort oben, habe ich es gesehen. Wie dem auch sei, wir werden jetzt hier versuchen, alles zu geben. Thomas, bist du ready? Ich bin ready und startklar. Ich hoffe, das klappt jetzt hier, weil ich finde den Nachtclub, der ist schwer geworden. Der ist wirklich schwer geworden, weil da alle Leute campen. Wir haben jetzt aber auch genug Waffen dabei, also sollte machbar sein, sagen wir es mal so. Wenn man Superheld ist, kann man natürlich den Schacht nehmen als Abkürzung. Das ist natürlich immer sehr, sehr praktisch. So, ich werde jetzt hier einmal ganz kurz rüberspringen und perfekt, wir sind jetzt auch oben angekommen. Alter, ich bin gestorben. Bist gestorben? Ja. Wie ist das denn passiert? Ich weiß es auch nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall wieder Fail. Das war wieder eine Meisterleistung von mir. Das ist der Thomas schlägt mal wieder zu, ne? Ich schlag mal wieder zu, ja. Oder eher gesagt, der Laser hat zugeschlagen. Ja, leider. Leute, egal, wir holen uns jetzt die 6000 und danach schauen wir mal, ob wir vielleicht den Juwelier besuchen können. Der ist ja, wie gesagt, neu bestückt mit einem neuen Überfall und so, ne? Das müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Kann doch nicht sein, dass wir den nicht besuchen, oder? Dann ist er ja enttäuscht, ne? Der ist Pflichtprogramm, auf jeden Fall. Das kann ja nicht sein, dass wir uns den nicht mal anschauen, ne? So, ich hab die Bank ist jetzt als nächstes auf jeden Fall auch offen. Das heißt, dass gleich irgendwann mal auf jeden Fall auch der Juwelier auf sein sollte. Oh mein Gott, mich hat fast ein neuer Superheld gekillt. Ehrlich? Ja. Na, dann passen wir aber bloß auf, ne? Ah, da bist du ja schon. Okay, ich sehe dich. Ja, ich muss doch auch noch die Punkte hier holen. Die Punkte, das Geld hör mal, nicht Punkte, Geld, was ja, für Punkte? Ich kann das ja nicht einfach auf mich sitzen lassen hier, weißt du? Thomas will Gummipunkte sammeln. Und jetzt bam, 6000 Geld haben wir in der Tasche, Leute. Sehr schön. Und die Bank ist, wie du schon sagst, offen. Jetzt heißt es eigentlich vielleicht noch mal ein paar Minütchen abwarten, dass der Juwelier auch eröffnet, ne? Ja, genau, genau. Das müsste nämlich das nächste sein, was auf jeden Fall aufmacht. Oh, ey! Was ist, ey, nein! Was dieser passiert? Dieser Polizist von vorher, der dich gekillt hat. Hat der jetzt... kam hier rein, der hat mich wieder getasert. Ehrlich? Der ist richtig übel dabei, ey. Der geht richtig ab. Der kämpft jetzt hier vor und will uns alle killen. Ach so. Da, weg ist er, weg ist er. Jawohl, perfekt, ich hab's perfekt gesehen. Wir haben den gekillt. Da ist irgendwas von. Da ist irgendwas runtergeflogen, jedenfalls. Man kann einen Überfall übrigens nicht zweimal machen. Ich hab das schon mal getestet. Wusstest du das? Hä, wie zweimal meinst du, wenn man das Geld eingesackt hat? Ja, genau. Man dann,
Ach so, krass. Das wusste ich jetzt nicht. Habe ich einmal getestet. Ja, sehr interessant zu wissen. Ach, 500 bekommt man sogar hier beim beim Bankautomaten, sehe ich gerade. Oh, da ist jemand. Rechts, oder? Ah, nee, der ist unter mir wahrscheinlich. So, die sind da unten. Muss ich natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Zack. Ja. Eigentlich sollten wir uns auch nochmal anschauen, was man so am Auto tunen kann. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich, weil es gibt 30 neue Sachen. Ist ja gar nicht mal so wenig, ne? Ich bin mal gespannt, wie man den R8 dann verändern kann, auf jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall recht. So, Geld habe ich auf jeden Fall geholt. Wo bist du jetzt genau? Ich bin jetzt hier bei der Bank. Okay, nach dem Banküberfall. Oh, dann spawn ich mal mein Auto. Oh, das ist in der Luft durch den Heli. Eieiei, das sieht gar nicht gut aus. Das hört sich echt gar nicht gut an. So, 150, 300. Bekommen jetzt hier die ersten Dollar rein. Dann schauen wir uns, wie gesagt, gleich erstmal noch an, was man so am Auto verändern kann. Das ist ja quasi auch ein Teil des neuen Updates. Und danach würde ich sagen, gehen wir zügig rüber, um uns mal... warte mal, kommt man schon mal immer bei der Bank 3000 mitnehmen? Ja, konnte man schon immer. Okay, also das war nicht das Problem bisher. Ich war mir nämlich gerade unsicher, ob das nicht 2000 waren, aber das war, glaube ich, dann beim Container. Genau. Ja, genau, beim Container waren das 2000, wie du genau sagtest. Aber hier vor geht auch richtig die Party ab, ne? Vor der Bank? Ja. Oh, muss ich aufpassen. Also muss man aufpassen. Ich nehme den Hintereingang. Ah, ne, warte mal, das war jetzt der falsche. Naja, ist ja auch vollkommen egal. Hoffentlich brauche ich das jetzt nicht, wenn mich jemand festnimmt. Nein, sieht alles soweit gut aus. Kann ich den R8 auch klauen? Ach, der ist zu, Mann. So, dann spawne ich mal ganz flott hier meinen. Schießt du gerade? Ja, ich habe unten im Keller geschossen, weil hier kam jemand rein. Ich war mir nicht sicher, ob das Polizist ist oder nicht. Erkennt man halt durch die Laserstrahlen nicht immer ganz so gut. Genau. Aber war einer von der guten Seite, beziehungsweise von der schlechten, eher gesagt. Kann man so oder so sehen. 3000, ne? Ja, genau. So, 3000 habe ich jetzt. Jetzt muss ich auf jeden Fall hier schnell ausbrechen, bevor hier noch jemand reinkommt und mich killen will. Okay, Leute, der Juwelier hat auf jeden Fall jetzt offen. Ach du Heilige. Ich muss mir nur ganz flott die Waffe holen. Thomas, du bist schon vor Ort, habe ich gehört, ne? Eieiei, das sieht ja mal richtig heftig aus. Die haben hier einiges verändert. Einiges verändert, sagst du? Ja, ich gehe auf jeden Fall. Hä, wie komme ich denn hier rein in den Juwelier? Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich sollte mir auf jeden Fall... hier hinten ist so eine Schnur am Eingang. Man muss rechts am Eingang entlang. Da ist eine Schnur zum Hochklettern. Okay, gut zu wissen. Ich werde da jetzt auch sofort rüberfahren. Gar keine Frage. Aber zuerst musste ich das klären. So, das heißt, ich nehme jetzt hier... Naja, abgekürzt kann man das nicht nehmen. Aber ich glaube, ich bin trotzdem schneller mit dem Auto, als wenn ich mit dem Boot fahre. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig ankomme. Hoffentlich. Das sieht richtig übel aus. Wirklich. Oh yeah, jetzt geht's hier irgendwie nach links. Oder ich sollte zumindest irgendwie nach links. Ja, da konnte ich auch fahren. Ich nehme trotzdem einfach jetzt hier die Abkürzung übers Gras. So, das Auto. Zack, du sagst, hier ist ein Seiteneingang. Ja, genau. Quasi rechts davon, vom Eingang, vom normalen. Rechts, aha, da sehe ich die schon, die Schnur. Und da musst du, ich habe da gerade noch einen Hero gekillt. Das war echt übel knapp, ey, muss ich sagen. Und dann sehe ich jetzt hier auf der anderen Seite auch was. Okay, das ist auf jeden Fall der neue Juwelier, Leute. Zack, einmal nach unten. Hier geht's entlang. Oh ja, jetzt bin ich auch drin. Also ich finde, haben die richtig nice gemacht und die Gläser, die man kaputt schlägt, die gehen viel schneller wieder, also die werden viel schneller wieder vollständig, ist mir mal jetzt direkt aufgefallen. Oh, und die werden auch viel schneller zersprengen, oder? Genau. 5000 habe ich eingesammelt, ich versuche jetzt hier mal irgendwo zu flüchten, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin, ich hoffe es mal. So, und ja. Das sind auf jeden Fall Superhelden davor, sehe ich schon, ne, vorm Laden. Ja. Hier ist einer gestorben schon. Oh nein. Am Laser. Ich muss sagen, das ist heftig, wie eifrig die dabei sind, ne? Ja, die wollen ich feier wirklich, das richtig. Die Superhelden wollen ja wirklich immer... Hä? Ich wurde einfach rausgeschmissen. Erzähl doch kein. Ja, aber perfekt, ich habe die 5000 genommen und wurde dann perfekt rausgeschmissen. Dann musstest du mindestens nicht den umständlichen Ausbruch nutzen, weil der war echt übel mit den ganzen Laserstrahlen. So, das heißt, ich habe es gerade gesehen, ich habe den ersten Teil mitgemacht. Ah, so, okay, guck mal, ich bin hinter dir, ich überhole dich sogar. Ja, du überholst mich locker. Ich höre nur die Motorsound, alles klar. Guck mal, es ist halt wirklich erstaunlich, was für eine Differenz man dadurch hat, ne? Ich bin jetzt schon drin. 5000 haben wir wieder mitgenommen. Aber es ist erstaunlich, Leute, dann müsst ihr mal gucken, wie viel Geld wir schon in der Folge gemacht haben. Über 13.000 in so einer kurzen Zeit. Krank, ne? So, dann schauen wir uns jetzt nämlich in nochmal auf die Schnelle den Spoiler an. Die ganzen anderen Sachen, die man jetzt dort kaufen kann. Warte. Einmal einsteigen, Herr Thomas. So. Und perfekt. So, perfekt, das ist auf jeden Fall dann der neue Überfall. Kurz und knackig gezeigt. Wir könnten jetzt natürlich, wir könnten jetzt natürlich auch noch andere Sachen zeigen oder andere Sachen machen, wie zum Beispiel hier habe ich gerade gesehen, wieder Casino-Überfall, aber das kennen wir alle schon. Wir wollen ja euch ja die neuen Sachen zeigen. Rein da. Okay, es gibt jetzt was Neues. Ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht genau, was ist Neues. Alter! Boah!
Asimov. Ich seh's jetzt leider nicht so. Alter, deswegen. Die kostet einfach 500.000 und man sieht so brutal aus. Ich habe noch nie so eine geile Folierung gesehen. Alter Schwede, ich glaube, die ist neu. Die ist auch neu. Boah! Leute, wie Hammer würde der Wagen aussehen? Wie Hammer würde der Wagen aussehen? Aber leider ist es alles viel zu teuer. Ich glaube, die gab es alle gar nicht. Green Slime. Was wäre denn so? Ich gehe einfach mal alle durch. Nyan, das gab's schon. Babe gab's auch schon. Rainbow Cubes, das gab's, glaube ich, nicht. Gold, ja. Gucken wir mal ganz kurz weiter. Cosmo finde ich nicht so geil. Paint Splitter finde ich auch nicht so cool. Tron finde ich aber auch gar nicht mal so schlecht. Nur, wir bräuchten dann blaue Untergrundbeleuchtung. Kostet 50.000, auch ein bisschen viel. Boah, das ist viel. Ofo gab's, glaube ich, auch nicht. Aqua Nebula. Alter, also es gibt einige Sachen, die mir wirklich gut gefallen, aber leider ein bisschen zu teuer. Wir gucken mal ganz kurz weiter, was es hier noch so gibt. Window Color sollte jetzt auch nichts Großartiges neu dazu gekommen sein. Ja, lassen wir mal so. Was gibt's hier noch? Den Rim, genau, den Rim. Ninja gibt's jetzt als Rim. Hä? Moment mal. Hä? Ach, das sind Felgen. Ja klar, Felgen, gut. Alter, die sehen auch gut aus. Hammer. Sehen wirklich weißt, gut was aus. Was passiert ist? Bist du raus? Ja, ich bin aus der Garage gesprungen und sehe auf einmal nichts mehr. Ich bin in der Garage gefangen. Lol. Ja, richtig komisch. Twister sieht aber auch Hammer aus. Du, bei mir bist du oben. Leute, kaufen wir uns diese Twister-Felgen? Ne, lassen wir es mal. Komm, passt schon. Was ich jetzt aber gerne sehen würde, wäre einmal Engine. Da gibt es kein Update. Turbo gibt es noch. Für 100.000 ist nur ein bisschen viel. Es gibt aber auch hier Spoiler. Was gibt's denn so bei Spoiler? Starfighter, Alter! Der wäre Hammer, wenn ich den Spoiler hätte. Oh, Leute, das wäre geil. Omega, auch geil. Der passt auch sehr, sehr gut zum R8. Carbon würde auch geil passen. Also gefühlt haben die jetzt einfach alle geilen Spoiler rausgehauen. Crescent sieht auch geil aus, aber alles so teuer, Leute. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Airplane, das gab's schon. Racewing, das gab's auch schon. Windrunner, den gab es nicht. Und den finde ich auch extrem geil. Oder gab es den schon? Ich glaube, den gab es schon. Ich muss dazu sagen, ich bin mir nicht sicher, was es schon alles gab, aber viele Sachen, die es hier gibt. Alter, dieser letzte Spoiler, Starfighter, der sieht ja mal wirklich übel aus, ne? Oder der hier, der gefällt mir noch mehr, Omega. Aber leider zu teuer, Leute, kein Geld dafür. Schreibt mal in die Kommentare einfach, Leute, was ihr euch holen würdet. Ich lasse den Wagen erstmal so, aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch holen würdet. Würde mich mal interessieren. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal ganz kurz auf die andere Seite. Hero ist jetzt sogar verfügbar. Perfekt, dann gucken wir mal. Also, es gibt, wie gesagt, hier Phantom neu. Der kann so, sind das so Blitzschläge? Ich glaube schon, Blitzschläge sollten das sein. Oh, siehste? Krass. Bam. Der ist neu. Und, hier, Frostbite. Boah, der guck kann, das mal an. Guck mal, der kann so Eisstrahlen schießen, ne? Ja, guck wir sollten mal, du bist gerade noch auf der Most Wanted-Liste mit $700. Ehrlich? Ja. Oh Mann, ist nicht mehr. Aber guck mal, hier sind ja schon einige mit 2800. Wir sollten mal ein cooles Thumbnail machen. Warte mal, dann komm mal neben mir. Dreh dich einmal zu mir, genau. Und tschüss, so, lächeln. Und Leute, jetzt einmal lächeln in die Kommentare schreiben. Warte, einmal lächeln für die Kamera. So. Perfekt, einmal gelächelt. Und jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz an, was die zwei Schurken, beziehungsweise eigentlich ja, oh Gott, was die zwei Superhelden so zu bieten haben, ne? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Also ich finde die Steuerung von so einem Hero richtig schwer teilweise. Von so einem Superhelden, ne? Schwierig zu steuern. Finde ich auch, hast du auf jeden Fall recht. Aber ansonsten, die sind wirklich stark, muss man dazu sagen, ne? Ja, aber die ziehen auch 20 ab, ne? Ja. Das kann man mal machen, würde ich was sagen, ne? Kann man mal machen. Ja, ich habe den ersten gekillt. 2975 Boah, bekommen. Hast du einen richtig guten getötet. Jo. Alter. Geil, ey. Das ist richtig nice. Okay, so, da ist schon ein anderer Superheld davor. Da bist du gerade, sehe ich, ne? Ich gehe mal rein in die Höhle des Löwen. Ich guck mal hier hinter, wenn ich jetzt einen Seitenausgang nimmt, ne? Ah, warte mal, da ist er, ne? Alter, ich werde direkt abgeschossen hier. Okay. Unten. Oh, ich habe einen getötet im Auto. So, wahrscheinlich werden die jetzt hier alle den Seitenausgang nehmen. Würde ich jetzt hier mal schätzen. Oder? Ich höre nur die Schüsse unten. Aber ja, unten da ist das deren Territorium. Ich glaube, unten ist es nicht so eine gute Idee. Aber Fakt ist, die sind auf jeden Fall gut, naja, die neuen Superhelden. Ja, die kann man auf jeden Fall mal machen. Der schießt jetzt die ganze Zeit. Der denkt, ich wäre hier noch. Aber ich warte, bis er aufhört zu schießen und rauskommt. Mal gucken, was da passiert. Spätestens gleich sollten die ja draußen spawnen, muss man dazu sagen. So, jetzt sind sie draußen. Okay. Bam, bam, bam. Und komm.
Ja, ja. Hab ich. Oh, ich hab den einen. Hab ich aber 1100 habe ich bekommen. Alter Krank, Schwede. Das ist übel heftig, das ne? Das ging sehr flott, sagen wir es mal das so. Das ist richtig ne? krass. So die Seite habe ich noch nie so richtig krass gesehen. Weißt ich du? Auch nicht, also, so gespielt, man, ne? Ja, dass man quasi eine Most Wanted-Liste hat und dann kann man alle killen. Das ist ja, ja richtig. Ja, das wusste übel. Ich schon, aber ich wusste nicht, dass das so viel Geld bringen kann. Wusstest du, dass man in der Hero-Basis auch Waffen noch auswählen kann? Ja, ja, genau. Das, das wusste ich auch. Ja, das ist ja nice. Das ist echt geil gar kein. Finde ich. Ich finde, das macht echt Macht auf jeden Fall Bock, aber es ist irgendwie wirklich schwierig, die zu finden. Also an der kriminellen Basis sehe ich da. Oh mein Gott, ist der runtergeflogen? Hier oben ist auf dem Dach einer. Ich hab's gemerkt. Die kämpfen bis zum Geht nicht mehr. Ist der gestorben? Ach Mann, ich kann da ja nicht rein. Ärgerlich, aber ich werde jetzt einfach warten, bis die rausfliegen oder rauslaufen. Oh yeah. Oh yeah. Perfekt. Komm, komm, komm. Ey, er wurde mir geklaut. Echt? Und noch einer. Okay, perfekt. Und noch, komm. Jawohl, und? 300 ja, auch nochmal, ja, Alter. Perfekt. Ey, man kann damit so einfach an Geld kommen. Ist mir noch nie klar geworden, ne? Hey, von wem habe ich... Ach, der jetzt. Der Wolf. Also, der hat so einen Wolfskopf auf, weißt du? Ja. Hey, wer... Ach, da, yo, stimmt. Zack. Man kann halt nicht rein, aber man kann darüber schießen. Das ist halt schon irgendwie suspekt, ne? Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall auch als Hero, Superhero viel Geld gemacht. Das wäre es gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren nicht vergessen. Die Blacklist ist hier gesunken, also hier sind gar keine mehr, die viel bringen. Dementsprechend, liken, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao.